fange jetzt mal den Krieg an. Ich weiß gar nicht, Holstein ist da auch dabei. Das wäre cool. Holstein wäre was. Stettin. Münster, Trier. Trier ist irgendwo hier unten. Ja, ich nehme mal die Polen mit. Die Schweden haben noch keine Gefälligkeiten. Die Österreicher halten sich sowieso raus. Und für die Spanier ist es immer zu weit weg. Andersrum, für die Spanier ist es zu weit weg, wenn es in Europa ist. Da ist selbst Burgund zu weit weg, aber hier unten irgendwo in Afrika können sie mit reinhauen. Dann machen wir doch hier mal einen Krieg. Oh Gott sei Dank haben wir einen General. Ich dachte schon, ich habe schon wieder angefangen, ohne irgendeinen General zu haben. Interessant, diese 10 Einheiten. Wieso verliere ich das? Wieso verliere ich denn diese Schlacht? Ich bin doppelt so stark und verliere diesen Kampf. Hä? Also ich bin militärische Tech 14. Ja, die sind 15. Die sind beide 15, ne? Alles klar. Und dann gewinne ich, nur weil sie eine Stufe mehr sind, gewinnen sie gleich mal. Ach komm, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ich bin militärischer Rang 9 und. Na egal. Ja, da ist natürlich alles verbessert, ist klar. Ach, das. Na gut. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Gott sei Dank habe ich die Polen geholt. Die brauchen jetzt noch 5 Minuten. Wahrscheinlich verliere ich die ganze Armee schon wieder. Egal. Und dann kommen die noch hier mit ihrer kleinen Kackarmee. Können wir jetzt hier irgendwo hin abhauen? Ach, da sind sie schon. Die Polen. Alter, wie schnell waren denn die jetzt da? Das hätte ich nicht gedacht, dass die so schnell da sind. So. So, hoffentlich tun die jetzt noch nicht den. Hoffentlich machen die jetzt hier noch keinen Frieden, ne? Alter, die machen es wahrscheinlich sowieso falsch. Egal. Ändert sich um minus 50 oder 50 Dukaten, ne? Da haben lieber ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich kann Gefallen aufwenden, damit sie sich für den Krieg vorbereiten. Okay. Ja, ich brauche halt erstmal Gefallen. Also bei den Polen hatte ich jetzt lustigerweise Gefallen. Voller Einfluss oder Dukaten verlieren. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Ich hätte hier mal weiter drauf gucken müssen. Ja, ich will jetzt erstmal kein Geld verlieren. Aber ich kann das trotzdem machen hier. Hat eine beliebige Manufaktur. Gent hat eine beliebige Manufaktur, das kriege ich hin. Ja, die Polen, die machen das für mich. Das ist ja das Gute, wenn man gute Verbündete hat. Man kann sich zurücklehnen, chillen. Ich weiß gar nicht, ob das dann nicht zu Mexiko oder so zählt.
So, was können wir denn hier jetzt machen? Jetzt haben wir wieder solche Prestigepunkte. Religiöse Kriege, Institution, Verbreitung, wahrer Glaube. Missionar. Disziplin, Söldner. Ich mache gerade wieder keine Söldner. Staatserlass, Zwangsreliquien, Resistenz gegen Reformation plus 90%. Blockadeeinfluss, ja, ohne Schiffe wird das nichts. Ich mach mal das mit den Kriegspunkten. Auswahl von religiösen Kriegen, aber ich will eigentlich keine religiösen Kriegen. Disziplin Söldner, Institution. Ach, das ist alles irgendwie so, ich sage, brauche ich das? Ach, dann bringen halt die Missionare ein bisschen mehr Prestige. So, Herr Wayne interessiert's. So, Braunschweig ist schon mal raus. Das ist doch was Gutes. Das Beste ist, jetzt sind die Braunschweiger auch katholisch oder so. Gleich mal noch die Religion erzwungen. So wird's gemacht. So, Holstein. Wer ist denn jetzt hier noch dran? Trier, Stettin, Münster. Wo ist denn hier Trier? Da unten. Münster. Ja, das muss ich erstmal abwarten. Ich muss mal gucken, ob ich hier in Holstein vielleicht was kriege. Schräger in Stettin. Stettin ist jetzt auch raus. Boah, das würde mir schon wieder 45 geben. Die Religion kann ich hier nicht erzwingen. Warum? Vor allem, das sind 95. Hier ist ein Kriegsstand. Naja, egal. Soll man noch irgendwas auflösen? Dann sind die auch raus. So, jetzt können wir mal hier das letzte Darlehen noch zurückzahlen. Dann haben wir keine Schulden mehr. Schuldenfrei lebt, sie ist doch besser. Das habe ich schon immer gesagt. So, Holstein ist noch nicht. Ich würde mir vielleicht gerne Holstein holen, weil dann bin ich hier direkt im reichen Zugang zu Lübeck. Dann verlieren wir halt ein bisschen Prestige. Ich hätte Stettin als meinen Vasallen nehmen können, warum habe ich denn das nicht gemacht? Oh, das war doof.
Ich hätte lieber Stettin als mein. Das wäre cool gewesen. Stettin als Vasallen. Die Franzosen übertreiben es hier gerade. Das wissen sie bestimmt. So, Trier, jetzt müssen wir doch alles haben hier. Trier will ich eigentlich nicht als Vasallen. Vor allem gibt es gleich mal, was es da für einen Malus gibt, nur weil ich dann den Vasallen haben will. Das ist unklar. So, Trier ist raus, Holstein. Das ist so krass, ey, wegen dieser ein Militärdings. Ich war mir so sicher, dass ich das gewinne. Gleich mal 30 Punkte. Sind es nur 24, wenn ich Holstein so nehme? Ich glaube, ich habe ich überhaupt eine Möglichkeit, noch einen Vasallen zu nehmen, bevor ich mir hier wieder das eigene Knie schieße? Ja, ich könnte noch einen nehmen. Möchte ich Holstein mit einer Provinz als meinen Vasall haben? Ach, ich versuch's nochmal. Es kann nur schief gehen. Holstein ist ab sofort meins. So, dann können wir doch hier jetzt Frieden schließen mit Münster. Pah, was ist los? Wird gleich wieder rumgemeckert, ey. Bietet mir da nicht so viel an, wenn ich es eh nicht kriege. Was soll denn das, Leute? So, und dann fehlt nur noch Ostfriesland. Die kriege ich bitte. So, coole Sache. Hat er jetzt hier irgendwo zwei übertragen? Ich weiß es nicht. 2, 2, 2. Das wäre eigentlich ziemlich viel gewesen, was er da hätte übertragen müssen. Gut. Holstein. Deutschland hier irgendwo Ansprüche? Nee, hat's nicht. Hätte ich vielleicht noch auf sowas achten sollen, ne? Kann ich da hier überhaupt Ansprüche stellen? Nee, kann ich nicht. Aber doch, hier könnte ich. Wie viel Geld haben wir denn? Ach, die kosten 15, ey. Das wäre die Hälfte meiner Eco. Unruhe, Steuereinnahmen.
voll teuer, die Typen, ey. Blöden Berater. Wenn ich hier Brandenburg Goslar. Ich habe hier noch eine Waffenruhe. Wie lang denn noch? Bis 92 ist nicht mehr so lang. Aber die Schweden haben mit denen noch länger Waffenruhe, ne? Gast. Das wäre natürlich, das wäre viel besser. Wieder mit allen verbündet. Kölnberg. Bringt mir halt hier unten alles nichts. Nun gut, wie sieht's denn jetzt hier aus? Ihr könnt mal wieder was. Achso, ihr habt kein Typi zum Erkunden. Macht einfach. Kann man das nicht auf Dauerschleife setzen? Sondern einfach alles erkunden, was sie können? Immer neu starten, ey. Nervig. So, meine ganzen Typis, die müssten doch jetzt. Ach, hier wollte man eine Manufaktur bauen, genau. Holstein. Endlich konvertiert, sehr gut. So, die sind wieder da. Das ging ja jetzt fix. Was haben sie sich jetzt angeguckt? Staatsehe. Ey, sie sind auch nur. Was hier manchmal an Pop-ups hochpoppt. So. Ah, ich hab's gewusst. Ich kann das nicht. Kann es nicht zur Kernprovinz machen. Weil das hier irgendwie noch zu Mexiko zählt, warum auch immer Mexiko bis hier hoch geht. Ich müsste dann eigentlich einen abziehen und hier weitermachen. Vielleicht mache ich das sogar den in Afrika, wenn der fertig ist. Ach nee, da gibt es ja immer noch eine Provinz. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier das kein eigenes Reich hier entsteht. Frankreich ist mit Mali verbündet. Da hätte ich hier halt auch einfach jeden gegen mich. Kastilien wäre dabei. Boah, sollen wir das mal machen? Dann hoffen, dass die ein bisschen Ansprüche stellen und dann hoffen, dass die
Warte mal, wenn ich die angreife. Hauser Mali. Ach, das sind hier schon neue Handelszentren. Das ist interessant. Könnte man natürlich machen, da mal in Afrika reinklopfen. Also, Frieden. Ich denn da einen Stand von. Das ist jetzt irgendwie eine komische Geschichte. Ein bisschen Prestige, dafür haben wir das ja. Nicht hier unten im Krieg? Ja, aktuell eigentlich nicht. Ich könnte mal, wenn ich die Manufaktur hier gebaut habe, wenn ich genau weiß welche. Festigungsmauern, Zwangsrekrutierungsämter. Ja, wahrscheinlich einfach eine Textilmanufaktur. Wenn ich das habe, dann werde ich mal meine Festungen ein bisschen hochsetzen. Die sind mir zu lasch. Ja, es kommen immer irgendwelche Rebellenarmeen um die Ecke. Ach, der Krieg ist vorbei, sehr gut. Hat ja nur 3 Tage gedauert. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hier rüber, weil hier ist alles vorbereitet. Ich wollte eigentlich hier hin und dann da rein. Eigentlich ist das Quatsch, ne? Ich könnte hier noch mehr Armeen. Wo sind denn meine Schiffe? Okay, da haben wir die.
Dann ist die Küste hier zumindest vollständig besetzt. Und dann müssen wir gucken. Jetzt kann ich die Manufaktur bauen. Kommt immer noch Frankreich. Boah, nervig. Kommt immer noch Frankreich. Nervig. Burgund, Dänemark und Frankreich. Tun sie so. Die sind auch fast fertig. Ich hole mir gerade die ganzen kleinen Mini-Inseln hier. Das ist natürlich auch was. Ah, habe ich wieder nicht drauf geachtet. Gibt es hier irgendwo was? Nee. Nur das, was sich die Portugiesen schon geholt haben. Diese Schleimbolzen. Das schon mal und die können wir nämlich einnehmen hier, die beiden. Kanadisch-Holland, Freiheitsbestrebung plus 10, macht mir das was? Dithmarschen. So, solltet ihr eigentlich dahin fahren, ne? Wolgastropin. Polen-Litauen würde wieder mitkommen. Ach, die haben wahrscheinlich Interesse an Wolgast, oder? Oder an Teilen davon. Ne, haben sie nicht. Aber nicht, hätte ich jetzt kein Problem, ne? Warte mal, ich muss mal noch wieder hier Erzünder Nation so einschicken hier. Ja, wird Zeit, dass der kommt, der ist gar nicht mal so schlecht hier. Bringen wir die 6 Einheiten. Upsala. Bringen die mal hier. Wo sollen wir die hinbringen? Hier hin. Ja, das denke ich. Das denke ich eine gute Sache. Jetzt krieg erkläre, dann kommt die und die, dann können wir das hier mal teilen. Und dann bekommt jeder einen Anführer. Oder auch nicht. Kommt jeder einen Anführer, dann geht der eine. Oh, wo sind denn die anderen jetzt? Jetzt habe ich das verpeilt. Mit wem sind die verbündet? Ach, mit denen da oben. Mann.
Ah, stehe ich neben den Falschen. Ist nicht so cool, dass die sich hier so reinzecken nach Florida. So, mal ein paar Gebäude bauen. Gerade so Handelszeugs. Um den Handel noch weiter zu stärken, wie es so schön ist. Ohio habe ich ja mittlerweile gefunden. Kap der guten Hoffnung, da kann ich keinen hinschicken. Das ist schon interessant. Und das nur wegen der Reichweite. Das ist ziemlich interessant. Das machen wir gerade. Ja, da komme ich jetzt durch. Das ist doch cool. So, wo sind wir denn jetzt? Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was das war. Kolonisiertes Kap, ja, das wird nichts mehr. Entdeckt aus dreien. Ja. Gefunden habe ich es, aber ich habe es nicht entdeckt. Das ist ein Problem. Erobert Ceylon. Ja, den muss ich erstmal finden. Den Spaß. Machen die noch? Die sind noch am Erkunden. Gut. Immer noch Rang 10, nur Rang 10. Aber wir arbeiten dran. Ja, ihr müsst euch hier nicht alle auf mich setzen. Also, ihr könnt ja auch ein bisschen freier agieren. Ob ich Dinge übergeben kann. Südchinesisches Meer ist jetzt erkundet. Ah, wo sind sie denn jetzt hier? Ganz schön aggressiv, ey. Weil die Handelsmacht ein bisschen stärken.
Bauen die Kanadier jetzt hier irgendwas oder nicht? Doch, ich glaube, das ist ja schon mehr geworden, oder? Mega gut. 415, ja, könnte besser sein, aber nee, ist okay. 415 ist super. 15. Unser Eberhard, der hat hier eine, mit 15 hat er eine 32-Jährige verräumt. Da hat sie sich einen jungen Stecher gesucht. Und direkt mal schwanger geworden. Schon wieder mit so einem komischen Willem. Ja, wie auch immer. Komischer Name. So, wollen wir den Krieg jetzt hier anfangen gegen Dithmarschen? Bevor hier noch irgendwas schief geht? Wahrscheinlich haben die eine höhere Tech wieder als ich. 15, genau. Wer war es hier noch dabei? Wolgast? Ja, die werden glaube ich gleich platzen. Und Rupin. Die haben 16. Alter, Rupin. Rupin hat Militärtechnologie 16. Alter, was ist das denn? Wo bin ich denn da drin gelandet? Das Chinesische Reich. Okay. Was möchtet ihr mir sagen? Chinesisches Reich. Nur der Kaiser kann. Aha. Und warum bin ich hier? Warum zeigt es mir das an? Okay. Kann ich Kaiser von China werden? Ah, das ist ja mächtig. Das ist natürlich extrem mächtig. So, bauen wir hier noch das letzte auf. Und dann wollte ich eigentlich überall diese Teile hier bauen. Zu teuer. Ach, wie sie alle schon wieder negative Meinung über mich haben, ey. Wenn man mal drei Gebiete einnimmt. Wenn man mal ein bisschen versucht, hier voranzukommen, ist unschön. Taya ist hier wieder relativ groß anscheinend. Okay, dann haben wir das jetzt. Bitte lass es mich einfach übergeben können. Ja, super. Und zack. Übergeben. Diplomatische Reputation, sehr gut. Ey, euch geht's so gut unter mir. Kostet das? Alter, willst du mich verkohlen?
War jetzt gerade hier die Frage? Keine Frage. Wie Quatsch. Bring die mal darüber. Führen wir hier jetzt auch mal Krieg. Das ist so krass, wie sie sich hier reinfressen. Ich kann hier nichts machen, ey. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich da nichts machen kann. Schon wieder ohne Anführer. Ah, ja. Portugiesisch Mexiko. Der geführte Krieg. Oh ja, die führen hier unten Krieg. Es wird quasi Zeit, dass wir hier uns um Quito kümmern. Spionagenetzwerk aufbauen. Was kommen hier irgendwelche Rebellen aus dem Nichts gesprungen? Okay. Dann war's das hier. An der Stelle. Ihr holt die einfach mal ab, dass die hier drüben mitmachen können. So, und jetzt ist die Frage, wie machen wir denn hier einen schönen Pfalz, immer noch Waffenruhe, Kölnberg. Können wir mit Oldenburg, könnten wir weitermachen. Ich brauche mehr Diplomaten, meine Herrschaften. Die Probleme mit Rebellen oder was? Mensch, das kriegt er wohl auf die Reihe, oder? Ihr seid Holländer. Ihr müsst das auf die Reihe kriegen. Das war gerade kein holländischer Dialekt. So, geht's weiter. Ich würde gerne hier einen 5-Fronten-Krieg führen. Ich könnte wetten, die Profis machen das. Ich noch nicht. Ich lerne. Ich bin noch dabei.
Ja, jetzt kommen sie wenigstens hier langsam. Wie sieht's denn hier mit euch aus? Macht ihr hier weiter? Da baut ihr eine auf, da baut ihr eine auf. Sehr gut. Ach, von mir aus, wenn ihr gegen Frankreich kämpft, dann könnt ihr. Haut euch die Hucke voll da oben. Ich am Ende nehme ich euch eh allein. Diabolisches Lachen. Okay, jetzt bauen sie hier zwei Kolonien. Sehr gut. Sind sie hier durchgelaufen? Was haben wir denn hier für eine Diplotec? Militärische Tech 9. Also ich hoffe, dass ich da, selbst wenn es nur der regeneriert jetzt noch mal ein bisschen, 3,8. Das sollte reichen. Wo sind sie jetzt hin? Sind sie jetzt abgehauen oder was? Eieieiei. So, setzt ihr neue Ansprüche oder muss ich das machen? Ne, ich mach das schon, ne? Die werden wahrscheinlich jetzt irgendwo hier drüben aufschlagen. Quito. Ich habe jetzt mal zugehört. ...236 kostet hier der nächste. Hey. Da würde ich den mit der Unruhe nehmen. Das ist nie verkehrt. Zwar wären Steuern auch nicht schlecht, aber was soll's. 15. Hat sich immer im Handel was geändert? Oh, das sah, glaube ich, auch schon mal besser aus, ne? Ja, ist okay, denke ich. Ziemlich viel Bewegung drin. Soll ich hier auch noch anfangen, irgendwas zu kolonisieren? Nee, ne? Bevor die mir hier wieder meine Kolonie zerschießen, da ist echt. Ja,
ist denn jetzt hier gestorben? Der Typ in der Rekrutenreserve ist wieder mal zu teuer. Wieso seid ihr so teuer? Verbündete in den Krieg dazu rufen, Spanien oder was? Nee. Das kannst du vergessen. Ihr wollt nur irgendwas von mir haben. Angebot. Was wollt ihr denn? So, die haben wir jetzt auch. Ich bin jetzt echt dreist. Ach nee, hier ist Ödland. Mache ich jetzt hier bei diesem ganzen Kleingedöns weiter? Ne, einer macht das Kleingedöns, der andere geht hier rüber. Irgendwann muss ich Krieg erstmal gegen Portugal führen. Und dann gegen Spanien und dann ist das Ganze hier gewonnen. So, sind die Ansprüche jetzt schon da? Nee, sind immer noch nicht da. Hier werden sie auch fragen, meine Verbündeten, einmal Nordamerika, dann rennen sie nach Südamerika wie die Blöden, dann sollen sie dort Stunk machen. Die werden sich auch denken, Junge, was willst du von uns? Sag eine Richtung. Sag ich, Leute, alle Richtungen. Mann, dass man hier nicht mal noch einen Gelehrten hinterhergeworfen, hier Diplomaten irgendwo hinterhergeworfen bekommt. Kann doch nicht sein. Was sind das die Möglichkeit? Habe ich hier gerade ständemäßig laufen? Ach, die ist gleich fertig. Ich wollte schon sagen, ich habe die doch gebaut. Brauche ja ewig, bis wir mal hier so eine Manufaktur bauen. Könnt ihr das hier bomben? Es wird Zeit, dass der Krieg vorbei ist, Leute. Die holen sich hier echt noch dieses Stückchen da. Naja gut, ich hole mir, versuche hier so viel wie möglich zu holen. Meinung von Frankreich weiß ich nicht. Handelsmacht. Kirchenstaat. Der müsste mich eigentlich voll lieben, der Kirchenstaat. Das kriegen wir vielleicht hin. Wie viel haben wir denn da? Haben wir schon 77. Ja, also eigentlich wäre mir Adel lieber. Aber die sehen mich hier als feindlich an. Ja, wobei, es wäre mir eigentlich lieber. Versuchen wir es mal.
Versuchen wir es mal. Dann schickt man einen Diplomaten irgendwann mal dahin. Wenn wir den erübrigen können, das können wir ja aktuell noch nicht. So, wir können das jetzt hier fingieren, da können wir den zurückziehen. Den brauchen wir jetzt nämlich, um da unten Frieden zu machen. Sonst geht es nicht. Ah, noch haben wir da keinen Frieden. Es kann keinen Frieden zwischen. Was war das? Grad nur noch. Das ist alles so teuer. Da hat man schon hier die übelste Handelsmacht und dann ist das alles so teuer. Der nächste geht nach Ohio. Okay, dann haben wir jetzt hier. Frieden mit Teil von Holland. Das ist eine coole Sache. Ich will keinen Tempel zerstören, seid ihr noch ganz platt? Das macht man nicht. Also ihr könnt ja nicht hier einfach irgendwelche Tempel zerstören, ihr. Solche Kunstbanausen sind schon wieder. Kriege ich die Krise. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also. Also mein Vasall kann es nicht werden. Ich will eigentlich den hier noch ein bisschen was geben. Dafür sind sie ja.